Hallo, ich möchte euch nochmal was zum Thema Bildersuche zeigen. Ich habe dazu mir ein Bild heruntergeladen. Und zwar, hier haben genau, dieses Bild. Und das Bild stammt von dem Twitter-Kanal MWOSINT, wird auch hier gefunden von der Google-Bildersuche. Und es wird mit MWOSINT als Suchbegriff vergeben. Das wollte ich natürlich nicht, sondern ich wollte eine Statue. Und ja, Google findet dann Statuen. Schauen wir mal, was Bing so macht. Wo lande ich denn da jedes Mal? Tata. Ja, ich würde sagen, das ist ähnlich grottig. Und schauen wir noch mal, was Yandex so treibt. Und das ist eigentlich schon krass. Also ein abstraktes Gemälde oder eine Abstrahierung von dieser einen Statue führt dazu, dass ich doch diese Statue finden kann. Und wie man sieht, nicht nur diese im selben Winkel, sondern auch in anderen Winkeln. Also da ist Yandex wirklich meilenweit voraus. Und ein anderes cooles Feature ist, wenn ich zum Beispiel Text in einem Bild drin habe, dann Yandex versucht diesen Text zu extrahieren, in diesem Fall ein kyrillischer Text, und den kann ich mir auch hier gleich übersetzen lassen. Und bekomme jetzt hier eine englische Version. Ist auch nach Deutsch übersetzen lassen. Genau. Und was Yandex natürlich auch macht, aber ich glaube, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, ist, dass ich hier eben auch nach Bildausschnitten suchen kann und dadurch natürlich meine Suchergebnisse auch noch mal deutlich verändere und hier jetzt eben ganz andere Bilder finde, und zwar auch welche, die genau diese Statue drin haben. Ja, so viel zum Thema die Yandex Bildersuche. Macht's gut. Ciao, ciao.